8 Menschen, die mit zusätzlichen Körperteilen geboren wurden. Auf der ganzen Welt gibt es viele außergewöhnliche Menschen mit seltenen Anomalien, die Teile ihres Körpers entwickelt haben, die nicht vorhanden sein sollten. Kinder mit 2 Köpfen, Menschen mit mehreren Brustwarzen und Babys mit zusätzlichen Fingern und Zehen sind nur einige der ungewöhnlichen Fälle, die du im Folgenden sehen wirst. Nummer 8. Das Baby mit 2 Köpfen. Diese seltsame Geburt fand am 5. Mai 2011 in der Stadt Suining in der Provinz Sichuan im Südwesten Chinas statt. Ein Bauernpaar brachte siamesische Zwillingsschwestern zur Welt, die sich den größten Teil eines einzigen Körpers teilten. Die Zwillinge wurden per Kaiserschnitt geboren, da eine natürliche Entbindung zu riskant war. Auf den ersten Blick erscheint der Körper völlig normal, bis auf die Aufteilung in 2 Köpfe über den Schultern. Den Ärzten zufolge war es unmöglich, die siamesischen Zwillinge zu trennen, da sie die meisten ihrer Organe gemeinsam teilten, mit Ausnahme der Speiseröhre und der Wirbelsäule, die bei jedem der Babys unabhängig voneinander sind. Andererseits gab es ein großes ethisches Dilemma, denn wenn eine Trennung möglich wäre, müsste einer der Zwillinge geopfert werden. Wie soll man so eine Entscheidung treffen? Wie wählt man aus, wer lebt und wer nicht? Dies waren einige der Fragen, die von den Ärzten gestellt wurden. Ein weiteres Dilemma, mit dem ihre Eltern konfrontiert waren, war die Frage der Abtreibung. Obwohl sie den Eingriff wünschten, war die Schwangerschaft zum Zeitpunkt der Entdeckung der Fehlbildung bereits zu weit fortgeschritten und hätte die Mutter gefährdet. Nachdem sie 150 Tage lang um ihr Leben gekämpft hatten, verloren die siamesischen Zwillinge leider den Kampf. Nummer 6. Der Junge mit 34 Fingern und Zehen. Akshat Saxena, ein 2010 in Nordindien geborener Junge, hält den Guinness-Weltrekord für die Person mit den meisten Fingern und Zehen in der Geschichte. Akshat hat 7 Finger an jeder Hand und 10 Zehen an jedem Fuß, insgesamt also 34 an seinem Körper. Die Eltern des Jungen waren glücklich, einen gesunden Jungen bekommen zu haben, konnten aber ihre Überraschung nicht verbergen, als sie dieses seltsame Merkmal bei dem Neugeborenen entdeckten. Nach Angaben von Ärzten ist es nicht ungewöhnlich, dass manche Menschen mit zusätzlichen Fingern oder Zehen geboren werden. Eine Studie zeigt, dass dieser Zustand, bezeichnet als Polydaktylie, 2,3 von 1000 Jungen und 0,6 von 1000 Mädchen betrifft. Es ist auch bekannt, dass es bei Schwarzen 10-mal häufiger vorkommt als bei Weißen. Meistens äußert sich Polydaktylie in Form eines zusätzlichen Fingers an einer Gliedmaße, aber Fälle wie der von Akshat sind recht selten. Die Polydaktylie kann durch eine Operation behandelt werden, sodass die Betroffenen ein normales Leben führen können. Nach der Behandlung können Jungen wie Akshat ihre Hände wie jedes andere Kind benutzen und ohne Probleme normale Laufschuhe tragen. Nummer 5. Die Einhornfrau. Im Jahr 2010 wurde der Fall von Zhang Ruifang, einer 101-jährigen Frau aus dem Dorf Linlu in der chinesischen Provinz Henan, bekannt. Die Frau entwickelte ein auffälliges, 6 cm langes schwarzes Horn im linken Bereich ihrer Stirn. Das Horn wurde von den Einwohnern von Linlu mit Misstrauen betrachtet und das Ereignis löste bei ihnen eine gewisse Angst aus. Vielleicht kamen sie zu der Überzeugung, dass es sich um eine Art bösen Zauber oder ein dämonischer Geist im Körper der alten Frau handelte. Die Erklärung des Phänomens ist alles andere als übernatürlich. Trotz des unheimlichen Aussehens des Horns handelt es sich bei dieser Ausstülpung lediglich um eine Keratinbildung, eine Substanz, die in Haaren und Nägeln vorkommt und die über ihr Aussehen hinaus keine Schmerzen oder Beschwerden verursacht. Wenn diese Keratinbildungen auftreten, können sie rechtzeitig behandelt werden, um die Ursache des Problems zu beheben. Die Tatsache, dass das Horn diese Größe erreicht hat, ist nach Ansicht von Experten das Ergebnis von Vernachlässigung und mangelnder medizinischer Versorgung. Obwohl es sich hierbei nicht um ein häufiges Problem handelt, ist es bei älteren Menschen häufiger anzutreffen und kann leicht und ohne gesundheitliche Risiken behandelt werden. Nummer 4. Das Kind mit 8 Gliedmaßen. Im Alter von 7 Jahren wurde Deepak Paswan, ein als Gott verehrter indischer Junge, operiert, um ein normales Leben zu führen. Der Grund? Ein parasitärer Zwilling mit 2 Beinen und 2 Armen hing an seinem Bauch. Für die Menschen in seiner Heimatstadt war Deepak die Reinkarnation des Gottes Vishnu, der oft mit zahlreichen Gliedmaßen dargestellt wird. Ein parasitärer Zwilling entsteht, wenn sich ein Zwillingsembryo im Mutterleib zu entwickeln beginnt,
sich aber schließlich nicht trennt, sodass ein halb gebildeter Körper neben einem voll ausgebildeten entsteht. Für Deepak war der parasitäre Zwilling eine Belastung, die ihn daran hinderte, ein ganz normales Leben zu führen. Für seinen 12 Kilogramm schweren Körper war es ein echtes Problem, 3 zusätzliche Kilos am Körper zu tragen. Deepaks Familie, die mit der übermäßigen Aufmerksamkeit, die ihr Sohn erhielt, unwohl war, bat um Hilfe bei der Finanzierung einer Operation zur Entfernung der zusätzlichen Gliedmaßen. Glücklicherweise teilte Deepak keine lebenswichtigen Organe mit seinem parasitären Zwilling, sodass er nach der 2-stündigen Operation unversehrt wieder gehen und alles tun konnte, was ein Kind in seinem Alter tun kann. Nummer 3 – Zwilling im Zwilling. Die außergewöhnliche Geburt eines Mädchens namens Itzamara fand in Kolumbien statt, als sich das, was wie eine Zyste bei einem gesunden Fötus aussah, als ein ungebildeter Zwilling entpuppte. Der Zwilling wurde in den ersten Monaten der Schwangerschaft absorbiert und durch eine zweite Nabelschnur mit seiner Schwester Itzamara verbunden, während er noch wuchs. Diese Art der Geburt eines Fötus im Inneren eines anderen Fötus ist extrem selten, aber es wurden bereits ähnliche Fälle gemeldet. Dieser Zustand wurde erstmals Anfang des 19. Jahrhunderts in einer britischen medizinischen Fachzeitschrift wissenschaftlich beschrieben und tritt vermutlich bei einer von 500.000 Geburten auf. Der Fötus wurde in der 35. Schwangerschaftswoche entdeckt und es wurde angenommen, dass es sich um eine Leberzyste handelt. Bei genauerem Hinsehen konnte jedoch festgestellt werden, dass es sich um ein winziges Baby handelte, unterstützt von einer separaten Nabelschnur, die Blut aus dem Darm des größeren Zwillings entnahm. Der absorbierte Zwilling wurde durch eine laparoskopische Operation entfernt und hatte zwar kein Gehirn oder Herz, aber ein geformtes Gesicht mit einem Auge, einem Zahn und schwarzem Haar. Nummer 2 – Die Frau mit 2 Gebärmüttern. Eine der erstaunlichsten Geburten der Geschichte fand am 3. März 2009 statt, als eine Frau aus Michigan Zwillingsmädchen zur Welt brachte. Das Besondere an dieser Geburt ist, dass diese Frau 2 Gebärmütter hatte und in jedem von ihnen ein Kind hatte. Der Name der Mutter ist Sarah Reinfelder, die im Alter von 21 Jahren alle Widrigkeiten überwunden hat. Die Chancen auf eine erfolgreiche Schwangerschaft stehen in solchen Fällen 1 zu 5 Millionen. Sarah entdeckte ihre seltene Krankheit 2 Jahre zuvor, als sie während ihrer Schwangerschaft mit Zwillingen eine Fehlgeburt erlitt. Anomalien dieser Art werden als Müllersche Anomalien bezeichnet und umfassen mehrere Fälle, in denen Verdoppelungen oder Obstruktionen im weiblichen Fortpflanzungstrakt vorliegen. Es wird geschätzt, dass etwa 4% der Frauen weltweit an dieser Krankheit leiden. Frauen mit Müller-Anomalien haben oft recht schwierige Geburten, die selten erfolgreich enden. Zweifellos hat Sarah viel Grund zur Freude, denn sie hat 2 völlig gesunde und normale Kinder bekommen. Nummer 1 – Dreiarmiges Baby. Obwohl sie nur selten vorkommen, stellen Geburten von Babys mit zusätzlichen Gliedmaßen die Ärzte in der Regel nicht vor ernsthafte Probleme. Der Grund dafür ist, dass zusätzliche Gliedmaßen oft unterentwickelt sind, sodass sie leichter zu entfernen sind. Ein in China geborenes Baby, bekannt als Yi Yi, wurde jedoch zu einer Herausforderung für die Wissenschaft. Yi Yi wurde mit einem rechten Arm geboren, aber seine beiden linken Arme schienen voll funktionsfähig zu sein. Das medizinische Personal war ratlos, da sie nicht wussten, welcher Arm entfernt werden sollte. In diesen Fällen hängt die Entscheidung davon ab, wie gut die einzelnen Gliedmaßen funktionieren. Aber wie soll man sich entscheiden, wenn alles gut zu funktionieren scheint? Wenn eine Gliedmaße nicht funktionsfähig ist, ist es nicht mit dem Gehirn verbunden. Aber bei Yi Yi scheint dies nicht der Fall zu sein. Die beste Option in einer solchen Situation ist es, zu warten, bis das Baby etwas älter ist, um zu sehen, wie sich die Gliedmaßen entwickeln. Die Ärzte führten die Operation jedoch durch, als Yi Yi erst 2 Monate alt war, und entfernten den Arm, der über die Brust ging. Wir können nur hoffen, dass die Ärzte in diesem Fall weise entschieden haben. Schlussfolgerung? Welcher Fall hat dich am meisten beeindruckt? Kennst du jemanden mit diesen seltenen Fehlbildungen? Sag uns deine Meinung in den Kommentaren. Damit du keine unserer Inhalte verpasst, abonniere und aktiviere die Glocke. Du kannst uns auch in unseren sozialen Netzwerken folgen.